Was geht ab, Leute, und damit herzlich willkommen hier zu diesem allerersten FIFA 19 FIFA Talk hier auf diesem Kanal. Und zwar habe ich insgesamt 4 Themen für euch vorbereitet und ich habe auch geplant, dass ich demnächst ein Video mache, in dem ich euch zeige, wie ihr perfekt in FIFA 19 reinstarten könnt, was ihr beachten müsst, wie ihr viele Coins bekommt und so weiter und so fort. Falls ihr so ein Video demnächst sehen wollt, lasst jetzt einen Daumen nach oben da, ganz wichtig, würde mich sehr, sehr freuen. Und wir starten jetzt auch schon rein mit dem ersten FIFA 19 FIFA Talk. Beim ersten Thema handelt es sich um die Champions League in FIFA 19, denn da wurde ein neuer Hinweis gefunden, dass die jetzt eben drinnen sein wird. Und zwar wurde auf einer öffentlichen Story, also auf einer öffentlichen Social Media Story von EA Sports ein Bild gepostet, bei dem dann eben FIFA 19 zu sehen war. Und ganz links oben hat man 3 Farben erkennen können, Türkis, Dunkelblau und so eine Art Pink, würde ich sagen. Und genau diese 3 Farben hängen mit der Champions League zusammen, denn auf der Homepage kann man die finden und auf vielen weiteren Plattformen, wo die Champions League vertreten ist. Deswegen, diese 3 Farben verbinden FIFA 19 und die Champions League extrem und deswegen ist dieser Hinweis unfassbar genial, finde ich. Ich bin mir sehr sicher, dass die Champions League in FIFA 19 drinnen sein wird, denn die Rechte für die Champions League sind ja jetzt im Moment wieder frei und deswegen hat EA die, denke ich, schon gekauft oder die werden die kaufen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das reinkommen wird. Schreibt mir aber dazu auch gerne in die Kommentare. Denkt ihr, kommt die Champions League in FIFA 19 rein oder denkt ihr es nicht? Ich denke es schon, wie gesagt, und wir gehen jetzt rein ins zweite Thema. Und dabei geht es um ein Feature, welches unbedingt in FIFA 19 drinnen sein muss. Das Ganze ist jetzt schon im WM-Modus drinnen und das war auch sehr unerwartet, dass so etwas jemals existieren wird in einem FIFA. Aber im FIFA 18 WM-Modus ist es möglich, Duplikate nicht abstoßen zu müssen. Du kannst Spieler jetzt wirklich ganz offiziell einfach speichern und als Duplikate speichern und diese dann später in SBCs einbauen. Und das heißt eben, wenn du zum Beispiel einen Higuain 2-mal untauschbar hast, musst du den 2. nicht abstoßen, sondern kannst ihn wirklich in eine SBC einbauen. Und das ist einfach so wichtig und ich hoffe so sehr, dass das in FIFA 19 auch da sein wird. Der Hinweis, dass es jetzt eben im WM-Modus drinnen ist, der ist gar nicht mal so schlecht. Denn vielleicht testen die da mal, wie das so funktioniert, wie das Ganze bei der Community ankommt. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass das in FIFA 19 reinkommt. Denn da geht es auch wirklich nur um untauschbare Spieler. Tauschbare Spieler kannst du ja sowieso verkaufen, Wenn du sie als Duplikat hast. In FIFA 18 gab es einen Trick, dass du über Umwege den Spieler nicht abstoßen musst, indem du das Internet abbrichst und dann den Spieler direkt in eine SBC reingehst, wenn du dich das nächste Mal einloggst. Das Ganze war aber sehr umständlich und das haben auch viele nicht gewusst. Ich habe es am Anfang auch nicht gewusst und habe da auch, glaube ich, mal meinen James Wants to Watch oder so abgestoßen. Es ist einfach für jeden FIFA-Spieler ein riesiger Vorteil, wenn du untauschbare Duplikate nicht abstoßen musst, sondern die wirklich in SBCs reinhauen kannst. Ja, wir machen jetzt weiter mit Transfers in FIFA 19 und dazu möchte ich euch eigentlich nur ein Video empfehlen und zwar das ist vom I am Tabak. Ich finde, der macht sehr, sehr gute Videos, checkt ihn gerne mal ab und checkt eben auch dieses Video ab. Dort zeigt er euch Gerüchte, bestätigte Transfers und so und da hat er auch so kleine Predictions reingehauen und das finde ich ziemlich interessant. Deswegen würde ich euch dieses Video wirklich wärmstens empfehlen. Dort seht ihr, wer vielleicht in FIFA 19 bei einem anderen Verein spielt und somit könnt ihr dann auch andere Teams bauen. Die Chemistry funktioniert anders, denn wenn zum Beispiel ein Ronaldo nicht mehr bei Real spielt, sondern vielleicht bei Manchester United, dann könnt ihr den in der Premier League reinhauen und so. Also ich finde solche Videos unfassbar interessant, deswegen checkt das auf jeden Fall mal ab. Beim letzten Thema geht es um The Journey und hierbei würde es mich echt mal interessieren, wie viele Leute von euch haben The Journey wirklich gespielt. Am Anfang in FIFA 17, glaube ich, war das, habe ich The Journey schon gezockt, aber in FIFA 18 habe ich es, glaube ich, gar nicht mal angerührt. Aber ich denke, der ein oder andere dürfte sich doch für The Journey interessieren, deswegen habe ich das eben auch noch hier in den FIFA Talk reingepackt. Und zwar hat der Mo ein Video hochgeladen, wo er so die ersten Infos zu The Journey 3 raushaut, beziehungsweise halt einfach zu FIFA 19 The Journey. Und das möchte ich euch auch empfehlen. Das ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt das einfach mal ab. Dann seht ihr dort ein paar erste Informationen und auch ein paar Gerüchte und Predictions zu The Journey in FIFA 19. Okay, Freunde, das war's auch schon wieder mit dem heutigen Video. Falls es dir gefallen hat, lass gerne den Daumen nach oben da. Du kannst auch gerne die Glocke aktivieren, würde mich sehr freuen. Abo und so ist natürlich auch immer mega. Und damit war's das mit dem Video. Check gerne die Links in der Beschreibung ab. Vergesst nicht, habt immer High Hopes. Bis zum nächsten Mal und ciao.